Ja, hallo zusammen. Ich bin der Frank Sinde von Damovo und ich möchte euch gerne teilhaben lassen an den Erfahrungen, die ich in der letzten Zeit gemacht habe mit den diversen Videokonferenzen aus der Firma und natürlich aus dem Homeoffice heraus. Und hierzu habe ich einmal ein paar Punkte aufgeschrieben. Der erste Punkt ist Stand der Technik. Schaut, wenn ihr euren Laptop anschaltet, bevor ihr das erste Mal an einer Videokonferenz teilnehmt, dass ihr die Technik, das heißt euer Equipment, getestet habt. Insbesondere, wenn ihr jetzt zu Hause seid, zum ersten Mal vielleicht über VPN drin seid, dann kann es sehr gut sein, dass die Firewalls anders funktionieren über das VPN, als wenn ihr in der Firma seid. Das heißt, eine Videokonferenz, die in der Firma funktioniert hat, muss noch lange nicht bei euch zu Hause über das VPN funktionieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, guckt euch an, euer Headset, ist es richtig angeschlossen, funktioniert das alles? Macht am besten eine Testsession vorher, bevor ihr in die wichtige Videokonferenz geht. Schaut an, dass die Kamera eingestellt ist. Nehmt ihr die Kamera vom Laptop oder nehmt ihr eine separate, die auf eurem Monitor steht? Wenn, egal welche ihr nehmt, guckt, dass der Hintergrund entsprechend von persönlichen Dingen befreit ist. Denn nichts ist peinlicher, als wenn dort Dinge die ganze Zeit gezeigt werden. Also testet die Technik. Ferner guckt euch an, ob der Browser der richtige ist. Wir haben gute Erfahrungen mit Google und mit Firefox bei den einzelnen Applikationen oder Videokonferenzsystemen, aber der Internet Explorer von Microsoft funktioniert eher schlecht. Kommen wir dann zu den Einladungen. Derjenige, der die Einladung verschickt, macht das ja typischerweise zur vollen oder zur halben Stunde. Das ist sehr schlecht, weil genau zu dieser Zeit 100.000 andere auf genau demselben Server in der Cloud ihre Videosession angesetzt haben und alle versuchen sich zeitgleich auf diesen Server in diese Session oder in ihre eigene Session einzuloggen und damit ist der Server überlastet. Das gilt es zu vermeiden. Also nehmt zum Beispiel um 5 nach 4 oder um 10 nach halb, ladet dann ein. Ist zwar ein bisschen komisch, aber die Session kann schneller und für alle einfacher beginnen. Kommen wir dann zu dem Einloggen. Schaut, dass ihr euch idealerweise alleine irgendwo befindet. Seid ihr im Homeoffice, ist das klar, ihr seid alleine. Nehmt euch einen ruhigen Platz, wo ihr dann euer Equipment aufbaut. Guckt, dass alles wieder funktioniert. Headset, Kamera. Nehmt nicht, wenn ihr vielleicht zu Hause seid, die Freisprechfunktion von eurem Endgerät. Manche haben Voice-over-IP-Endgeräte oder eben das Endgerät, womit sie sich dann einwählen. Nehmt nicht die Freisprechfunktion, sondern nehmt entweder den Hörer in die Hand oder nehmt das Headset, was an dem Telefon angeschlossen ist. Wenn ihr Bandbreite sparen wollt, dann geht über ein separates Endgerät in die Session. Ihr merkt vielleicht, dass die Bandbreite sehr gering ist, also nehmt nicht den Audioton über den Computermikrofon und den Lautsprecher, sondern wählt euch separat ein. Meistens gibt es bei den einzelnen Konferenzanbietern hierzu eine deutsche Festnetzrufnummer, die für euch normalerweise ja mittlerweile kostenfrei ist. Wenn ihr euch aber einloggt in größeren Gruppen, dann tut dies mit einem Equipment, was dafür vorbereitet ist. Also entweder habt ihr Equipment im Sinne von Videokonferenzsystemen, die schon etabliert sind. Ihr habt einen Besprechungsraum, ihr wisst, da funktioniert alles. Dann gibt es da vielleicht aber auch Konferenzspinnen. Das ist auch eine gute Geschichte. Die sind dafür ausgerichtet, dass die Mikrofone, die dort ringsherum verteilt sind, auch wirklich in die einzelnen Richtungen gehen. Manchmal gibt es auch abgesetzte Mikrofone, weil das Thema Mikrofon, also Sprachverständigung, ist wirklich ein Schlüssel für eine erfolgreiche Konferenz, Audiokonferenz, schräger Videokonferenz. Macht es eben nicht mit eurem Laptop. Der Laptop ist dafür gänzlich ungeeignet. Also mal eben irgendwo zusammenkommen und dann zu viert irgendwo in diesem Raum um diesen Laptop sitzen, das funktioniert überhaupt nicht. Die Sprachqualität ist sehr schlecht, also das Mikro ist dafür überhaupt nicht geeignet in dem Laptop und der Lautsprecher auch nicht. Das heißt, die Leute in dem Raum werden nicht richtig hören. Während der Session gibt es auch einiges zu beachten. Seht zu, dass ihr das Mikro ausgeschaltet habt, es sei denn, ihr wollt was sagen. Störgeräusche sind wirklich sehr lästig für alle Mann. Und wenn ihr das Mikro eingeschaltet habt, dann seht zu, dass das Mikro relativ weit weg von der Nase ist, also unterhalb des Mundes, damit nicht irgendwelche Atem- oder Schnaufgeräusche für alle Teilnehmer zu hören sind. Idealerweise auch schaltet ihr die Videokamera, wenn ihr denn eine habt, wieder aus, weil
Videobilder, also das Thema Video, belastet die Bandbreite 20 mal stärker als der reine Sprachkanal, wenn ihr über Audio über den Computer drin seid. Also vielleicht am Anfang einmal kurz Hallo sagen und dann wieder ausschalten. Das gleiche gilt auch für die Applikation. Wir wollen ja eine Videokonferenz machen, um Dateien zu teilen, um Dinge uns gemeinsam anzuschauen. Das könnt ihr gerne machen, aber macht das mit der Applikation selber. Teilt also eine Applikation, teilt nicht euren kompletten Bildschirm. Kompletter Bildschirm ist wieder wie ein Videobild und insofern fünfmal höher als die Applikation selber. Denn es geht heutzutage bei so vielen Konferenzen, die wir zusammen haben im Netz, die ja alle über Cloud-Systeme gehen, geht es darum, wirklich die Bandbreiten zu sparen, damit die Konferenz an sich dann noch erfolgreich ist. Ja, das waren meine Tipps, die ich in der letzten Zeit hatte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Frank Sinde von Damovo. Bleibt gesund!